diesen Wechselrichter geht's heute. Wechselrichter im Wohnmobil, ja, nein. Was kann dieser Wechselrichter ganz besonders? Beziehungsweise, was macht diesen Wechselrichter so einzigartig? Dranbleiben. Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dingisbühl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um Wechselrichter. Ich habe ja gesagt, ich werde verschiedene Serien aufbauen, beziehungsweise diese Serie aufbauen über alle WCS-Produkte, was wir verbauen, was wir im Programm haben. Und wir starten für den ersten Moment mit den Wechselrichter. Ist das das Wichtigste? Ich weiß es nicht. Aber es ist im Großen und Ganzen ein Gerät, was einfach nicht mehr wegzudenken ist. Wechselrichter macht aus 12 Volt 230 Volt und dabei muss man viele Dinge beachten. Warum WCS-Wechselrichter? Warum wir uns für WCS überhaupt entschieden haben zu diesem Produkt und was der Wechselrichter von WCS alles kann, das möchte ich in der Serie erläutern und da möchte ich euch einfach mitnehmen. Ich freue mich drauf und bitte auch wirklich Kommentare schreiben, auf die ganzen Thematiken ruhig eingehen, mir Fragen stellen. Ich werde versuchen, die bestgehendsten oder bestens Gewissens das Ganze zu beantworten. Ist nicht immer ganz einfach. Wir haben natürlich unheimlich viel zu tun. Aber dennoch ist es wichtig, weil für mich auch wichtig ist, was euch interessiert, was da dementsprechend dabei rumkommt. Und dann möchte ich natürlich auch dementsprechende Antworten liefern. Also, lasst uns loslegen. Kümmern wir uns jetzt mal um den Wechselrichter. So, hier haben wir so ein Gerät liegen, verpackt, Originalverpackung von WCS. Und jetzt schauen wir uns das ganze Teil mal an und wir fangen hier schon mal an, weil das ist für mich schon mal das Unglaublichste überhaupt. Was da drin ist, werdet ihr gleich sehen, ist ein 3000 Watt Kombigerät, das heißt 3000/200. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, was das heißt. Aber was mich ja so fasziniert an dem Ganzen ist, original verpackt, mit Verpackung, mit Display, mit Kabel, mit allem, was dazugehört. Wir wiegen gleich nochmal das Einzelgerät, das würde mich nämlich auch interessieren, aber wir haben hier ganze 7,1 Kilo. Also das ist schon mal grandios heftig. Also ich bescheiß nicht, ne? Ihr seht, hier ist keine Stütze, nichts, da unten liegt er auf. Und jetzt packen wir mal aus und schauen uns das Einzelgerät an und wiegen das mal. So schaut die ganze Thematik verpackt aus, wie man es von WCS kennt. Schön abgepolstert, damit nichts passiert. Wir haben hier den Temperaturfühler, die Betriebsanleitung. Display und Kabel habe ich schon rausgenommen, weil das ist versendet worden. Das geht zu einem Kunden separat. Schön mit Styropor eingepackt, damit dem Gerät auch wirklich nichts passieren kann. Und ja, holen wir das Ganze doch mal raus aus der tollen Verpackung und fangen an, darüber zu reden. So, hier liegt er wieder auf der Waage und jetzt blenden wir mal rüber, was er hat. 6,5 Kilo. Also, ich muss jetzt sagen, es ist für mich erstaunlich, wie sowas funktioniert. Technisch begreife ich es, aber zu Recht ist es in meiner Kombination oder in meiner Meinung oder ist meine Meinung der leichteste, leistungsstärkste Wechselrichter auf der Welt. Ich kenne keinen zweiten, weder, ja, ohne Marken nennen zu wollen, aber weder die blauen noch die grauen noch die silbernen Wechselrichter sind nur annähernd als Kombigerät, immer als Kombi gedacht, in der gleichen Kategorie, in der Leichtigkeit, und Gewicht ist nun mal ein Riesenthema. Wir können jetzt mal gern einen vergleichbaren Wechselrichter aufschlagen und da zeige ich euch mal das Gewicht dazu. Ich habe jetzt hier mal den Francana-Katalog aufgeschlagen und eine vergleichbare Kombi, auch eine 3000 Watt Kombi, möchte ich euch jetzt einfach als Dauerleistung, ne, das ist immer benannt als Dauerleistung, von der Gewichtsklasse mal entgegenzusetzen. Schauen wir mal hierher. Ich versuche mal ranzugehen. 18,8 Kilo weist die auf. 18,8 Kilo. Das ist die von der Firma Büttner. Auch von der Abmessung her natürlich wesentlich größer.
Wir haben hier eine sehr kleine, sehr schmale Kombi. Das ist schon mal echt ein Riesenthema. Ne? Also die Kilozahl ist schon viel mit entscheidend, weil durch die wenigen Kilos, wo wir hier haben, sind wir natürlich viel mit, oder viele Menschen sind mit 3,5 unterwegs. Da kommt es auf jedes Kilo an. Und wenn ich mir mit allein den Wechselrichter-Einbau über 10 Kilo einsparen kann, das ist schon geil. Also das ist schon richtig heftig. So, was macht den Wechselrichter noch so einzigartig? Wir sehen hier schon mal die Anschlussarten. Da muss man schon mal sagen, habe ich so beim Wechselrichter noch nicht oft gesehen. Wir haben hier die zwei Hauptkabel, die 12-Volt-Leitung, wo da reingeht. Und hier haben wir drei Anschlüsse. Wir haben hier einen Power-Anschluss, einen Short-Break-Anschluss und einen Grid-Anschluss in dem Fall. Drei Anschlüsse für 230 Volt. Und jetzt gehen wir mal näher drauf ein, weil das hat nämlich auch fast keinen Wechselrichter. Haben wir hier noch das Netzwerkkabel, wo dann dementsprechend später mal Bussystem und jetzt aktuell Display angeschlossen wird. Und ja, jetzt hole ich mal nochmal kurz die Beschreibung raus und dann schauen wir mal genau, was da alles detailliert los ist. Der rechte Anschluss, der hier, nennt sich Power. An dem Anschluss kommen alle Geräte, die ausschließlich am Landstrom funktionieren dürfen. Was haben wir da für Geräte? Kann man ganz klar definieren. Es ist zum einen das Ladegerät, extern, wenn eins vorhanden ist. Und es ist der Kühlschrank. Beim Absauberkühlschrank, die 230 Volt-Seite, darf natürlich nur über Landstrom funktionieren. Das sind Klimaanlagen und so weiter und so fort. Die kommen alle an den Poweranschluss. An dem Shortbreak-Anschluss kommen alle oder all die Verbraucher, die am Landstrom sowie aber auch am Wechselrichter funktionieren sollen. Also ganz einfach, hier wird dementsprechend alle Steckdosen angeklemmt, zum Beispiel. Und der ganz linke Anschluss, das nennt sich der Grid, also das ist im Prinzip der Eingang für die 230 Volt-Seite vom Landstrom. Warum ist das Ganze? Weil du entsprechend eine Netzvorrangschaltung oder Netzumschaltung genannt, hier schon integriert hast in dem Wechselrichter. Die zwei großen, da passen 120 Quadrat rein, das sind die Anschlüsse für 120 Quadrat, die da entsprechend reingehen mit sauberen Anschlüssen, Erdungsanschlüssen, Vakuumklemmen, alles sicher gestaltet und das ist natürlich auch richtig geil. Das Gerät hat den großen Vorteil, dass es auch als Kombi ein Ladegerät integriert hat, ein Ladegerät für entsprechende Akkus, AGM, Gel oder Lithium. Der Ladestrom beim 3000er Wechselrichter geht bis 200 Ampere. Das ist schon echt krass, aber macht richtig Spaß, weil wenn ich nämlich gerade bei größeren Fahrzeugen so eine Akkubatterie drin habe mit 400, 600 Amperestunden, kann man sich ausrechnen, bei 200 Ampere Ladung in der Stunde sind es 200 Amperestunden. Das heißt, bei 600 Ampere muss ich gerade mal 3 Stunden laden, wenn das Ding komplett leer ist und alles ist wieder schick und alles ist wieder voll. Das Ganze nennt sich oder läuft in Form einer Niederfrequenztechnologie. Somit können wir uns auch die schöne schmale Bauform erlauben und haben hier hinten 3 Lüfter, wo natürlich die Warmluft wieder ab muss. Hier haben wir natürlich eine Geschichte. Niederfrequenztechnologie heißt natürlich auch, hier entsteht viel Wärme und die muss natürlich nach hinten weg. Das ist die einzige Geschichte. Da müssen wir beim Verbauen dafür sorgen, dass natürlich die entsprechende Abluft da ist. Ganz wichtig, weil sonst schaltet das Gerät natürlich ab. Dieses Gerät, getestet auch von uns, ist natürlich das einzige Gerät, wo ich kenne, wo ich bedenkenlos eine Induktionskochplatte laufen lassen kann. Also 2 Induktionskochplatten. Auch das hat der Götz schon mal vorgemacht, dass sein Wechselrichter das kann. Auch wir haben das getestet und muss sagen, es funktioniert tadellos. Es steht 3000 drauf. Also ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe bei der
kleinen Kombi, hier bei der Hybrid Combic Basie, wo 1500 draufsteht, die habe ich auch schon mal getestet. Die hat abgeschalten bei 1750 Watt. Also da geht jede Menge mehr. Und auch die 3000er Kombi, die kann natürlich jede Menge mehr. Da steht 3000 drauf, das ist die Dauerleistung. Aber Leute, das Ding, das kann man zum Glühen bringen und die ackert und schaltet nicht ab. Also das ist echt der Hammer. Ich selber habe aus dem Ding schon mal, ich habe die auch bei mir in meinem Fahrzeug verbaut, habe da schon mal 3500 Watt rausgezogen, das ist grandios. Also mir fällt dazu nichts ein und ich kann nur sagen, für mich in der Größenklasse, in der Leistungsklasse, in der Gewichtsklasse ist es für mich einfach, ja, die beste Kombi, die es gibt. Jetzt kann man wieder sagen, ja, da gibt es genug Alternativen, kann schon sein, ich kenne keine. Man muss es immer als Kombi sehen und mit den ganzen Features, was das Gerät bietet, ich kenne keine. Für was brauchen wir denn eigentlich einen Wechselrichter? Ein Wechselrichter, Spannungswandler auch genannt, habe ich ja eingangs schon mal erwähnt, macht aus unserem Akkustrom 12 Volt 230 Volt im Wohnmobil. Das Ganze ist natürlich nicht ganz so einfach, weil wenn wir im 230 Volt sind, ihr kennt alle meine Videos mit EcoFlow-Einbindung und so weiter, wenn ich einen Strom auf mehrere Dosen verbinde oder abgebe von so einem Gerät, ist natürlich ist Pflicht, ist Gesetz, muss ein FI-Schutzschalter, ein Fehlerschutzschalter vorgeschalten werden, damit das Ganze auch ohne Probleme funktioniert. Was bei vielen Wechselrichtern immer nicht ganz so einfach ist, weil die gar nicht dafür vorgesehen sind. Es gibt die Billigdinger, die kann man sich kaufen für 180 Euro, für 150 Euro, für 250 Euro bei Amazon oder sonstige Konsorten. Bau die mal ein, schließ die mir an, macht von mir aus sogar noch eine teure Netzumschaltung rein und dann haltet mal einen FI-Test daran. Da passiert mal gar nichts. Das Ding bleibt rot und kein FI löst aus. Warum? Weil da überhaupt kein Erdungsrelais verbaut ist. Nämlich auch das ist der große Vorteil von dieser Kombi. Wir haben hier natürlich ein Erdungsrelais verbaut. Auch hier, wenn alle Ströme richtig angeschlossen sind, alles passt, dann löst weiterhin der zugebaute FI, da muss man natürlich einen separaten FI anschließen, der löst dann auch entsprechend aus. Bei den anderen oder bei vielen anderen ist es nicht der Fall, gerade bei den günstigen. Ja, warum brauchen wir 230 Volt? Warum möchten wir die haben? Natürlich möchten wir uns die Haare föhnen. Camping wird immer luxuriöser. Ich möchte meine Kapselmaschine bedienen. Ich möchte meinen Kaffeeautomaten, Kaffeevollautomaten, meinen Milchschäumer, meinen Wasserkocher, meinen Toaster, meinen Eierkocher. Alles soll funktionieren und dafür brauchen wir 230 Volt. Viele rüsten jetzt schon um in Induktionskochfelder, das heißt, die machen ihr Auto komplett gasfrei. Markus, Fan for Van, haben wir seinen Crafter komplett gasfrei gemacht. Daraufhin sind auch noch etliche andere da, die das bekommen, die so ähnlich umgebaut werden. Und da ist natürlich dann schon die Wichtigkeit eines Wechselrichters, weil Induktion funktioniert natürlich nur mit 230 Volt und natürlich mächtig Power. Eine Induktionsplatte hat roundabout 1500 Watt, also mal zwei sind wir bei 3000 Watt. Da brauchen wir schon so ein Gerät. Aber natürlich auch immer in Verbindung mit einer gewissen Akkuleistung, weil sonst können wir das Gerät natürlich auch nicht bedienen. Weil der saugt natürlich schon richtig. Bei 3000 Watt kann man sich ausrechnen, 12 Volt, was da aus dem Akku rausgeht. Das ist schon eine Nummer. Also das oder dafür brauchen wir einen Wechselrichter, wenn die ganzen Geräte natürlich funktionieren sollen. Klar, jetzt kommen ein paar, die sagen, oh Gott, Camping, brauche ich 12 Volt, was muss man da die Haare föhnen, was brauche ich da, Kaffeemaschine, ich brühe auf. Natürlich, aber es ist wie immer im Leben, die Wünsche und die Belange sind komplett verschieden. Der eine möchte das, der andere möchte das. Und dafür ist dann natürlich so ein Wechselrichter schon schick. Gibt es ja auch in verschiedenen Leistungsklassen, muss man eine kleine 3000er nehmen, kriegen wir auch mit 2000 Watt. Der Wechselrichter hat auch, und das ist ganz wichtig, da muss man nämlich auch aufpassen, eine echte Sinuskurve. Viele haben entweder keine Sinuskurve, dann wird es ganz kriminell. Manche haben ein Sinus-Sinus-Imitat, das schaut dann so eckig aus, das ist dann keine Sinuskurve. Jetzt müsste man in die
Elektrotechnik gehen. Da ist natürlich die Schwierigkeit, viele Geräte können mit einer Sinus-Imitat-Kurve nicht umgehen. Da arbeiten die nicht. Beziehungsweise können auch kaputt gehen. Empfindliche Geräte können kaputt gehen. Ich müsste lügen, ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht, habe da auch schon mal ein paar Geräte aufgeführt. Ich meine sogar, Kaffeemaschinen können da auch dazu, wo da echt Probleme haben. Also, wenn ich sowas schon mache, sollte man dann das schon vernünftig machen, dass auch wirklich alle Geräte funktionieren, problemlos, langfristig funktionieren und darauf achten, dass ich einen Wechselrichter nehme mit einer echten Sinuskurve. Das haben wir auch hier liegen und das ist auch hier gewährleistet. Eine leistungsstarke Komponente, die langlebig ist, die auch für einen Dauereinsatz gut zu verwenden ist. Für mich, ich sage es immer wieder, da kommen jetzt viele wieder, wie hat es letztens einer gesagt, die Beweihräucherung der WCS-Produkte kann er nicht mehr hören. Ja, dann bitte schalte ab, weil ich bin nun mal WCS Premium Partner und ich muss dazu sagen, die Geräte sind einzigartig. Es ist mir auch ganz egal, wenn dann wieder jemand kommt und erzählt mir irgendwas von, die werden nachgebaut oder sonst was. Es interessiert mich nicht. Mich interessiert das Gerät, was es kann. Es kann gute Dinge. Ich krieg's nun mal nur bei WCS. Ich habe keine Alternative, weil ein Wechselrichter mit 3000 Watt und 200 Ampere Ladestrom auf 6,5 Kilo soll mir einer ein Produkt von euch schicken als Vergleichsprodukt, dann gebe ich euch recht, wird es aber nicht geben, weil sowas findet man auf dem Markt nicht. Dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, die sagen, ja, für was brauche ich überhaupt so viel Watt und so viel Leistung, ganz klar, dann ist es ja kein Problem, dann muss man es ja nicht haben. Ich jedenfalls bin trotzdem begeistert, weil für mich das der Wechselrichter ist, der leistungsstark ist, der sehr leicht in der Gewichtsklasse ist, der dauerhaft belastbar ist. Also ich habe den mal beim Kunden eingebaut, der hat in Griechenland Urlaub gemacht, bei 45 Grad, 40 Grad im Schatten, war das Ding im Dauereinsatz, sehr starker Kaffeetrinker, auch ein selbstständiger Mensch und die Frau kocht sehr stark und so weiter, das Ding war im Dauereinsatz, hat mir angerufen, Michael, es ist kaum zu glauben, das Ding, ich wenn da ein Temperaturmesser hinhalt, hatte 70 Grad, aber der läuft, der schaltet nicht ab, der läuft und das ist genau der Punkt. Zuverlässig und er muss laufen. Und das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie viel Stück das ich schon verbaut habe. Müsste ich glatt mal bei WCS reingucken, was wir da schon alles verbaut haben von den Dingern. Also es sind bestimmt schon etliche. Ich habe keine Reklamation. Ich habe keine Reklamation. Und wenn, dann habe ich einen tollen Service dahinter stehen, weil wenn wirklich was ist, lieber Kunde, komm her, trink eine Tasse Kaffee mit mir. Mein Meister tauscht euch die aus. Ruckzuck kommt der neue rein und erledigt und dann passt es. Fährt vom selben Moment wieder am Hof und ich muss jetzt zugeben, ich hatte es letztens schon mal. Hat mal eine Kombi getauscht, hat WCS verbaut, war eine Kleinigkeit dran. Wir haben es austauschen dürfen, haben mit WCS telefoniert. Ratzfatz, binnen weniger Stunden habe ich das Ersatzgerät da und alles läuft wieder. Also da muss ich schon sagen, ist schon eine mega tolle Geschichte. Jetzt gehen wir mal hier kurz zu unserer Wand und ich erkläre euch kurz die Handhabung dieses Displays. Ganz einfach, wir haben hier einen Schalter 1, 0, 2. Einschalten 1 nach oben, Wechselrichter ist an, das grüne Licht wird blau, alles ist fit, jetzt wird es grün, alles läuft perfekt. 1 ist im Prinzip Dauerbetrieb. Wir können jetzt den Wechselrichter aber auch auf die 2 schalten. Wenn ich den Wechselrichter auf die 2 schalte, probieren wir gleich, so, passiert genau das Gleiche. Der Wechselrichter schaltet durch, blau, es dauert ein bisschen, macht es klick, klick, Netzumschaltung läuft, grün, 230 Volt auf meiner Steckdose. Der Unterschied ist ja zwischen 1 und 2, 1 ist Dauerbetrieb, 2 ist Standby-Betrieb. Jetzt, wenn der Wechselrichter merkt, ich müsste jetzt genau nachlesen, ich glaube roundabout so 10 Minuten sind es, kommt hier kein Strom, dann schaltet der Wechselrichter automatisch wieder ab. Jetzt kann man über 0 und dann wieder zurück auf 2 den Wechselrichter wieder aktivieren oder man weckt ihn einfach mit dieser Taste wieder auf. Das Schöne ist, auf Standby, ich mache mir einen Kaffee, ziehe meine Kaffee raus, mache meiner Frau einen Kaffee, mache mir einen Kaffee. Jetzt will ich nicht immer dran denken müssen, das Gerät wieder auszuschalten.
Also gehe ich auf 2, weil wenn ich länger wie 10 Minuten, Viertelstunde nichts brauche, schaltet das Ding automatisch ab. Wenn ich wieder Kaffee will, schalte ihn hier wieder kurz ein. Alles ist gleich, er ist auf 2, ist wieder auf Standby. Wenn wieder nichts kommt, schaltet er wieder ab. Das ist das Gute. Warum muss man denn überhaupt immer wieder abschalten? So ein Wechselrichter hat natürlich einen gewissen Eigenverbrauch. Wenn der an ist und transferiert 12 Volt auf 230 Volt, das kostet Energie. Also hat er einen Eigenverbrauch, ich sage jetzt einfach mal von 1 bis 2 Ampere. Und die spare ich mir einfach, indem ich den, wenn ich ihn nicht brauche, ausschalte. Ganz einfach. So, hier haben wir die Voltzahl stehen. Mit der können wir dementsprechend, ja, kann man angucken. Hier Kilowatt haben wir dann die Wattleistung stehen, was rausgeht. Wenn uns das interessiert, kann man hier mit der Taste umschalten. Hier haben wir nur ein Feld, das geht euch mal gar nichts an. Gott eigentlich zuklebt, weil hier stelle ich einfach nur den Akkutypen an. Was für einen Akkutyp habe ich denn? Gel, AGM, Bleisäure, Lithium. Warum brauchen wir das? Weil wir eine Kombi haben. Da ist ein Ladegerät drin und das muss natürlich mit der richtigen Ladekennlinie funktionieren und somit müssen wir hier den Bleityp richtig einstellen. Dann haben wir hier einen Drehwahlschalter, der geht von 5 Ampere, 7 Ampere, 8 Ampere rund um bis 16 Ampere. Aktuell steht er auf 16 Ampere. Das nennt sich Landstrombegrenzung. Was ist eine Landstrombegrenzung? Ganz einfach. Wir machen am Gardasee Urlaub, stellen fest oder schauen raus, der Stellplatz ist abgesichert mit einer Landstromsituation, aber hat nur 6 Ampere. Ja, was mache ich jetzt? 6 Ampere reicht nicht. Klimaanlage muss laufen. Dann ist es ganz einfach. Ich stelle hier meinen Regler auf die 5 Ampere. Das ist das, was er von außen nimmt. Und wenn ich jetzt meinen Klimaanlage einschalte, nimmt er die 5 Ampere und steuert den Rest aus meinen Akkus dazu. Alles läuft. Da wir aber eine Kombi haben, lädt er natürlich auch den Akku gleich wieder auf, wenn ich das Gerät wieder ausschalte. Also alles läuft, Föhn funktioniert, Kaffeemaschine funktioniert, draußen fliegt keine Sicherung raus, alles ist schick. Das nennt sich Landstrombegrenzer. Und das ist eine ganz wichtige oder ganz tolle Geschichte, gerade wenn ich tolle oder hochleistungsstarke Geräte verwenden will, ist das ein riesen Thema. Ja, jetzt haben wir hier oben noch ein kleines Rädchen. Das ist in Prozenten angegeben, 12,5, 25, 37,5, 50 bis hin zu 100%. Da stelle ich die Ladeleistung ein, weil der Wechselrichter hat 200 Ampere Ladeleistung. Wenn ich natürlich aber nur, einen 100 Ampere Stunden Akku da drin habe, macht es überhaupt keinen Sinn, den mit 200 Ampere zu befeuern, weil das hält er nicht aus. Jeder Lithium-Akku hat eine Maximalstromaufnahme, eine Dauerstromentnahme. Und da müssen wir natürlich ein bisschen drauf achten. Und darum können wir prozentual das hier dann einstellen, damit der Akku mit der richtigen Amperezahl geladen wird und er nicht überladen wird bzw. zu viel Saft kriegt, damit er eventuell Schaden nimmt. Also die zwei Dinge stellen wir immer hier in der Werkstatt ein, damit das alles sauber läuft. Und das restliche Display ist eigentlich selbsterklärend. Ja, das war's zu dem Wechselrichter. Er ist ein Hochfrequenz-Sinus-Wechselrichter plus Ladegerät, so wird er bezeichnet. Hat 3000 Watt Ausgangsstrom, Eingangsstrom 12 Volt, ist natürlich schon eine Menge. Und hier steht es auch nochmal 200 Ampere Ladestrom. Und das in der kleinen, in dem kleinen Gehäuse verbaut. Also ich finde es schon richtig stark. Ja, das war's zum Thema Wechselrichter. Wenn da noch Fragen dazu sind, falls ich was vergessen habe in dem Video, dann bitte stellt mir diese Fragen. Wenn ihr noch andere Dinge wissen wollt zu dem Wechselrichter, was ich nicht erwähnt habe, raus damit, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich euch natürlich die Antworten liefern. Bitte hört aber auf, immer diese Preisfragen zu stellen, wenn jemand ernsthaft ein Angebot möchte oder wissen möchte, was das ist, bitte hier eine E-Mail reinschreiben, info@mika-caravan und dann kriegt er auch eine vernünftige Auskunft. Ich habe es schon 100-mal erklärt, auf YouTube werde ich keine Preise nennen, weil diese Diskussion entfache ich nicht
Da geht es gar nicht darum, dass das ein Geheimnis ist. Das ist kein Geheimnis, bloß ich kenne es. Ich habe es schon oft genug in meinen Kommentaren erlebt. Wenn ich einen Preis nenne, dann wird da dran rumgehackt. Der eine sagt, es ist zu teuer, der andere sagt, es ist zu billig. Der andere sagt, und dann gehen die Beleidigungen an und weiß der Teufel was, da habe ich keinen Bock drauf, werde ich nicht tun. Wenn jemand wissen möchte, was so ein Gerät kostet, inklusive Einbau, überhaupt kein Problem. info@mika-caravan oder an WCS in Goch oder andere WCS-Werkstätten, da kann er das erfragen, ist überhaupt kein Problem. Ihr wisst, wie das funktioniert, aber nicht auf YouTube, auf so einer Plattform. Da finde ich, haben Preisdiskussionen nichts verloren. Da geht es ums Produkt, da geht es um Zertifizierung, was kann das Produkt, warum halte ich das fürs Gute, was muss man beachten, Vorteile, Nachteile. Das ist einfach eine Informationsplattform, unter anderem, wenn man dann wissen möchte, was sowas kostet, einfach eine E-Mail schreiben und dann kriegt man auch entsprechend eine Antwort. So, das war's zum Thema Booster. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Jetzt wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt mal gesund, passt auf euch auf. Ich überlege mir mal, was wir als nächstes rannehmen von den Geräten. Ein Zwischenvideo wird es noch geben, weil da liegt noch ein Thema auf meinem Schreibtisch, das brisiert und das kommt im nächsten Video. Warum entladen sich zwei parallel geschaltete Lithium-Akkus unterschiedlich? Dazu möchte ich euch einiges sagen, weil das ist ein richtiges, wichtiges Thema. Ich habe immer wieder Rückfragen, warum das so wäre. Und ich möchte einfach mal ein paar Dinge ins Bewusstsein rufen und euch mal erläutern, warum ist das denn so? Und das wird das Thema des nächsten Videos sein. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, passt auf euch auf, genießt das Wochenende. Und wenn ihr verrückt seid, schenkt ihr mir einen Daumen nach oben. Ganz Verrückte drücken auf den Abo-Button und dann gibt es nur eine Stufe höher, das wäre die Klingel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich sage ganz lieben Dank und sage bis zum nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.